Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder eine Buchempfehlung für euch. Ich hatte lange keine Buchempfehlung für euch, denn ich hatte lange kein Buch, mal abgesehen von Das Reich der Sieben Höfe, aber das steht ja jetzt außen vor. Aber ich hatte lange kein Buch, was mich so richtig begeistern konnte. Aber jetzt habe ich endlich mal wieder ein Buch gefunden, was ich richtig gut fand, was mich super begeistern konnte und was auch so ein bisschen nach Jahreshighlight schreit. Und ja, was das für ein Buch ist, das erfahrt ihr jetzt. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Als allererstes vorweg, wie immer, ich habe das Buch netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an den Verlag, dass ich das Buch lesen durfte. Und zwar geht es um Palace of Glass von C.E. Bernard. Ich spreche jetzt einfach mal Bernard aus. Bernard. Ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht. Ich würde es jetzt einfach mal Bernard aussprechen. Und dieses Buch war eine absolute Überraschung. Ich wusste ja, dass es so ein bisschen dystopisch, Urban Fantasy-mäßig ist. Und ich fand, das klang ja auch vom Inhalt her sehr, sehr interessant. Und ich kann nur sagen, dieses Buch war so unglaublich gut. Es hat mir so gut gefallen. Es war einfach mal wieder was komplett anderes zwischen diesen ganzen Büchern, die ich dieses Jahr bisher gelesen habe. Und ich bin auch echt froh, dass hier der zweite Teil schon im Mai rauskommt und dass der dritte, ich glaube, dann im Juli rauskommt, dass die auch so knapp hintereinander erscheinen, dass man hier nicht wieder ewig warten muss bei diesen Büchern. Und ja, ich komme aber wie immer erstmal zum Inhalt. In diesem Buch geht es um Rhea und Rhea lebt in London in einer Gesellschaft, in der Berührungen verboten sind. Man muss sich das Ganze auch so vorstellen, dass die Kleidung so konstruiert ist, dass alles verdeckt wird. Also sie tragen hohe Kragen und immer Handschuhe und dann tragen sie auch immer einen Kummerbund, wo sie die Hände reinstecken müssen, dass sie ja nicht mit irgendwem in Berührung kommen. Und ja, das ist so in der Welt von Rhea, da es Magdalenen gibt. Also in unserer früheren Zeit waren das quasi die Hexen und jetzt sind es halt die Magdalenen. Und die Magdalenen, das sind Menschen, Männer wie Frauen mit besonderen Fähigkeiten. Es gibt dort verschiedene Arten von Magdalenen und es gibt welche, die können Erinnerungen aufspüren. Es gibt welche, die können diese Erinnerungen verformen und Gedanken lesen. Und ja, Rhea ist so eine Magdalena. Und bei den Magdalenen ist es so, jetzt kommt ein Flugzeug. Also es gibt diese Hautgier und bei dieser Hautgier ist es so, dass die Magdalene einen Menschen berühren muss, um... Warte mal, ich stelle mal das Buch kurz hier hinter, sonst... habe ich das wieder die ganze Zeit in der Hand. So. Und ja, also bei dieser Hautgier ist es so, dass die Magdalene den Menschen berühren muss. Und bei dieser Geistesgier ist es halt so, dass die Magdalene halt den Geist von einem Menschen spüren muss. Und es geht halt auch nur über Hautkontakt. Und auf jeden Fall ist Rhea so eine Magdalene und versucht halt, das Ganze zu verbergen. Und sie hat halt noch einen Bruder, der sich um sie kümmert, der weiß über sie Bescheid. Und den fässt sie halt auch ab und zu einfach mal an, dass sie halt ihre Probleme quasi, die dieses Magdalenensein mit sich bringt, in den Griff bekommt. Und Rhea arbeitet eigentlich als Schneiderin, tut aber nachts an illegalen Kämpfen teilnehmen, um halt quasi wieder diese Gier in den Griff zu bekommen. Denn bei diesen Kämpfen ist es so, dass sie halt quasi keine Handschuhe tragen und halt wirklich nur so normale Trainingsausrüstung quasi, so Hemd und Hose an haben und sie halt dadurch sehr viel Hautkontakt hat. Und eines Abends ist es so, dass Rhea auf dem Nachhauseweg verfolgt wird und sie keine Ahnung hat, wer das ist und sie gerade so nochmal entkommen kann. Und ja, am nächsten Tag wird sie zum König zitiert und der König hat für sie einen Plan. Sie soll als neuer Bodyguard für den Prinzen eingestellt werden, um diesen zu beschützen, denn es gab ein Attentat auf den Prinzen. Und ja, Rhea ist sich nun bewusst, dass sie sich in einer richtig, richtig bescheidenen Situation befindet, denn der König ist natürlich der, der die Magdalenen verfolgt und töten will und der gegen sie angeht und der auch dieses ganze Nicht-Berühren eingeführt hat. Und jetzt soll sie seinen Sohn beschützen, quasi ihren Feind. Und Rhea weiß, dass sie keine andere Wahl hat, denn wenn sie sich dem König verweigert, dann und ja, wenn aber rauskommt, was sie ist, dann. Und so befindet sich Rhea, wie gesagt, in einer ausweglosen Situation, nimmt den Job als Bodyguard für den Prinzen aber erstmal an. Und was Rhea alles als Bodyguard beim Prinzen erlebt und wer der Prinz eigentlich ist und was dieser vielleicht auch für Geheimnisse verbirgt, das ist es, worum es im ersten Teil Palace of Glass geht. Und ich kann nur sagen, dass ich die Handlung richtig, richtig toll fand. Ich fand den Verlauf der Geschichte richtig gut. Ich muss mich mal kurz umsetzen. Ich fand die ganze Art, wie diese Geschichte erzählt wurde, richtig gut. Wir haben hier immer wieder Spannung, die aufgebaut wird. Und es gibt so viele verschiedene Situationen, wo man einfach nur so die Luft anhält und denkt so, oh, das war's jetzt. Das. Und dann so, gerade nochmal davongekommen. Dann so, oh mein Gott, das war's jetzt aber wirklich. Und also ich finde den Aufbau der Geschichte ganz, ganz toll. Ich kann nur sagen, dass mir die Handlung richtig gut gefallen hat. Also ich bin jetzt auch schon sehr, sehr gespannt auf den zweiten Teil. Ich fand das Ende wirklich fies und ich bin echt gespannt, wie das Ganze weitergeht. Und wie gesagt, ich fand den Ansatz der Geschichte ganz toll. Ich fand die Idee hinter der Geschichte richtig gut. Es war mal wieder was Neues. Das war was
Innovatives. Sowas habe ich noch nie gelesen und es hat mir richtig gut gefallen. Zudem spielt es in London, einer meiner Lieblingsstädte, also was soll man dazu sagen. Und ja, also ich kann nur sagen, von der Handlung her top. Ich bin super begeistert von der Geschichte und ich freue mich, wenn es im Mai jetzt weitergeht. Und ja, kann ich, was das betrifft, das Buch schon mal nur empfehlen. Was die Charaktere betrifft, kann ich auch nur sagen, dass mir Rhea richtig gut gefallen hat als Protagonistin. Man merkt ihre Ängste, man merkt diese Verzweiflung auch ein Stück weit, die sie immer in sich trägt, ne? Mit diesem, sie muss jetzt jemanden berühren und sie hat dann, wie gesagt, noch diese Seide, die ein Stück von dieser Gier wieder nimmt, die sie ja eigentlich auch nicht tragen darf, denn diese Seide ist eigentlich auch verboten. Und man merkt halt diese ganzen Ängste und diese Verzweiflung, mit der Rhea immer zu kämpfen hat. Und dann ist dann auch dieser Prinz, der sie völlig aus dem Konzept bringt. Und dann gibt es noch Blanche, diesen weißen Ritter, der sie da auch immer noch malträtiert. Und also das ist, also man kann sich richtig gut in Rhea's Situation hineinversetzen. Und ich habe da auch voll mit ihr gefühlt, auch was ihren Hintergrund betraf, was früher passiert ist, was mit ihren Eltern passiert ist. Das fand ich alles ganz, ganz toll erzählt. Und ich finde den Charakter von Rhea einfach sehr, sehr interessant. Und ich finde, sie trägt die Geschichte super und ich bin auf jeden Fall gespannt, was mit ihr jetzt alles noch passiert, denn das Ende war wirklich so, oh, da ist noch so viel Potenzial, da kann noch so viel kommen und ja, ich freue mich auf jeden Fall, was das betrifft, echt auf den zweiten Teil. Ich kann es immer wieder sagen, oh, ich freue mich auf den zweiten Teil. Was den Prinzen betrifft, den fand ich auch richtig gut, auch wenn ich den streckenweise ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich fand ihn nicht doof oder so, aber ich konnte ihn manchmal einfach nicht verstehen. Und gerade diese eine Situation, wo ich echt gedacht habe, nein, es kann jetzt nicht sein. Du bist schuld daran, dass das jetzt so ist und jetzt stehst du da und dieses, was dann danach kam, nach dieser Situation. Also ich fand sein Verhalten einfach uncool und ich weiß, warum er so reagiert hat, aber ich fand es trotzdem irgendwie uncool. Also er hätte da einfach mal reden können. Man muss ja sich ja nicht immer komplett verschließen, man muss ja nicht der Welt immer alles offenbaren, aber man hätte ja einfach mal mit ihr reden können. Und also was den Prinzen betrifft, fand ich in dem Großen und Ganzen auch super sympathisch. Er hatte hier und da so seine Macken, womit ich nicht 100% konform gehen kann, aber das ist okay und das ist völlig normal, denn wie gesagt, wir sind ja nicht alle gleich und man muss ja nicht immer gleich reagieren und handeln und naja, ihr wisst schon. Auf jeden Fall, der Prinz war auch super okay. Was die anderen Charaktere betraf, wie den König und die Königin oder auch Blanche oder auch Ninon, ich weiß jetzt nicht, Ninon, wie man das ausspricht, sind ja Franzosen, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben mir die anderen Nebencharaktere auch richtig gut gefallen. Die haben super ihre Rolle gespielt und auch der Bruder von Rhea war mir super sympathisch und ich hätte mir hier gewünscht, dass der Bruder vielleicht noch ein bisschen eine größere Rolle gespielt hätte, aber vielleicht kommt das ja noch im zweiten oder dritten Teil, denn wie gesagt, den mochte ich auch sehr, der war mir sehr, sehr sympathisch und ja, was die Charaktere betrifft, kann ich mich auch nicht beschweren, haben mir richtig gut gefallen, die haben die Geschichte super getragen, die haben die Geschichte super erzählt, die Charaktere und ja, war ich einfach nur richtig begeistert von, also was anderes kann ich da einfach nicht sagen, außer Charaktere sind top, I like. Und ja, kommen wir als nächstes mal zum Worldbuilding und zum Setting. Wir haben ja hier quasi eine dystopische Geschichte mit ein bisschen Fantasy-Elementen. Das Ganze spielt in London, 2056 war es, glaube ich. Also ein bisschen in der Zukunft. Und es ist schon so, dass die Gesellschaft im Großen und Ganzen, was den Fortschritt betrifft, schon noch so ist wie bei uns, ne? Halt so ein bisschen weiterentwickelt. Aber trotzdem gibt es dann dort dieses Altertümliche aus dem 18. Jahrhundert, was es halt gerade die Kleidung und das Ganze betrifft und das ganze Verhalten. Und das fand ich irgendwie richtig cool. Also dieses Moderne trifft Alte hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich finde auch die Etikette, die es damals gab, die fasziniert mich sehr. Also ich finde das auch bei Stolz und Vorurteil und diesen ganzen anderen Jane Austen Büchern und Büchern aus dieser Zeit, finde ich richtig toll. Ich mag diese Etikette dort. Ich mag natürlich jetzt nicht diese Nicht-Gleichberechtigung der Frauen und sowas nicht, aber das war halt damals einfach noch so ein höflicher Umgang miteinander und nicht so ein, naja, wie es heute manchmal teilweise an den Tag gelegt wird, wo man sich einfach nur den Kopf fasst, wenn man manche Jugendliche immer so beobachtet. Und ja, und das mag ich einfach sehr. Und das hat mir in dem Buch auch richtig, richtig gut gefallen, dass man da so ein Stück weit zu diesen Alten zurückgekehrt ist und zu diesen alten Verhaltensweisen und zu dieser Höflichkeit. Und das fand ich ganz, ganz toll. Ich meine, ich fand es jetzt nicht toll, dass die sich da alle nicht berühren dürfen und anfassen dürfen, aber ansonsten, was die Etikette in diesem Buch betrifft, mochte ich das schon sehr. Und ja, also was das Worldbuilding betrifft, fand ich es richtig cool, dieses Alt meets Neu. Ich kann nur sagen, dass mir diese Welt richtig gut gefallen hat, dass ich die Beschreibungen mochte, dass ich die Umschreibungen dieser Welt mochte, dass ich die Szenenbeschreibungen mochte. Das hat mir alles keinerlei Probleme bereitet. Also was das Worldbuilding-Setting betrifft, kann ich mich auch nicht beklagen. Hat mir auch richtig, richtig gut gefallen. Ich mochte es total. Was den Schreibstil der Autorin betrifft, kann ich auch nur sagen, dass der mir richtig gut gefallen hat. Der passt auf jeden Fall richtig gut zur Geschichte. Der ist jetzt nicht
zu kitschig, nicht zu romantisch. Der Schreibstil ist sehr offen und klar und es ist alles klar auf den Punkt gebracht und klar definiert. Und klar hat man hier so ein bisschen so ein romantisches Sehen, wo das Ganze dann auch entsprechend ist, aber es ist jetzt nicht zu viel. Es ist halt eher so abenteuerlich, möchte ich einfach mal sagen, und das hat mir sehr gut gefallen. Wie gesagt, auch zum Schreibstil kann ich eigentlich nur sagen, dass es mir richtig gut gefallen hat und ich mag dieses Buch einfach und ich bin schon so gespannt, wie es weitergeht und ich kann euch Palace of Glass auf jeden Fall nur empfehlen. Und ja, tolle Handlung, tolle Charaktere, tolles Worldbuilding, ein Träumchen. Und der Schreibstil hat mir auch richtig gut gefallen, der passt zur Geschichte, der passt zu den Charakteren. Und ja, ich kann nur sagen, schaut euch Palace of Glass auf jeden Fall an, es lohnt sich. Was bei uns nur kurios war, dieses Buch stand bei uns in der Buchhandlung, in der Erotikabteilung. Ich habe gedacht, hey, das ist doch ein Jugendbuch. Wieso steht das bitte in der Erotikabteilung? Und ich kann nur sagen, also für mich ist es definitiv ein Jugendbuch. Es gab hier keine richtigen erotischen Szenen in dieser Geschichte. Also ich habe keine Ahnung, warum das bei uns in der Erotikabteilung stand. Habe es nicht verstanden. Wo steht denn das Buch bei euch? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, falls euch das Buch in der Buchhandlung schon begegnet ist und ob es bei euch auch in der Erotikabteilung steht. Ich habe es nicht nachvollziehen können, denn wie gesagt, für mich ist das eher tendenziell Richtung Jugendbuch und ich würde auch jedem ab 14 sagen, dass er das lesen kann. Also von daher verstehe ich das Ganze nicht, aber egal, so viel nur am Rande. Aber ansonsten, wie gesagt, im Großen und Ganzen kann ich nur sagen, dass mir das Buch richtig gut gefallen hat und ihr solltet Palace of Glass auf jeden Fall lesen. Es ist mal was Neues, mal was anderes, mal was Tolles und ich freue mich jetzt auf den zweiten Teil und jetzt kommt schon wieder ein Flugzeug. Verdammt! Und ja, mehr gibt es eigentlich an dieser Stelle auch nicht zu sagen. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und ich hoffe, dass das Flugzeug jetzt schnell vorbei ist und bis dann, macht's gut, tschüss!